Hallo, wir sind John Never, Patrick Müller und Martin Lamprecht und wir arbeiten an dem dystopischen Science-Fiction-Kurzfilm Toxigen. Toxigen spielt in einer dystopischen Welt. Die Erde liegt brach, saubere Luft gibt es nicht mehr. Dichter Smog verfinstert den Himmel. Der Alltag wird durch das stete Tragen einer Atemmaske sowie eines schweren Sauerstofftanks bestimmt. In Fabriken arbeiten die Menschen, um mit Sauerstoff entlohnt zu werden. So auch der Protagonist Gal. Da es in dieser Welt kein Sozialsystem mehr gibt, ist Gal dazu gezwungen, seinen Vater mitzuversorgen, welcher seit einem Arbeitsunfall an seinen Rollstuhl gebunden ist. Durch einen Vorfall gerät Gal in eine Notlage, die ihn dazu zwingt, sich entscheiden zu müssen, wie weiter gehen wird, um sich und seinen Vater zu retten. Mit ihrer einzigartigen Erscheinung haben wir mit der Völklinger Hütte den für uns perfekten Drehort gefunden. Lediglich einzelne Maschinenteile und Elemente, mit denen die Protagonisten direkt interagieren, müssen von uns noch gebaut werden. Und jetzt kommst du ins Spiel. Denn mit Hilfe deiner Unterstützung schaffen wir es nicht nur, den Film technisch einwandfrei herzustellen, sondern auch unsere ganzen Sets, Kostüme und Requisiten anzufertigen und natürlich für die Verpflegung und die Unterbringung unseres Teams zu sorgen. Mit unseren bisherigen Mitteln konnten wir bereits dieses Set hier sowie einige Requisiten und Prototypen realisieren. Um euch dazu einen besseren Eindruck zu vermitteln, haben wir einen kleinen Teaser für euch gedreht. An dieser Stelle vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auch vielen Dank für euren Support und viel Spaß mit dem Teaser.